Hallo Lab. Wow, cooler Versprecher zu Beginn, es läuft ja richtig. Hallo liebe Magenta Sportzuschauer da draußen, es ist wieder soweit. Kühlbox live heute für die Stadt. Wo sind wir? Wir sind in Deckendorf und da kommt schon die Hauptperson, um die es heute geht. Patrick. Servus. Servus, grüß dich. Timo, wie geht's dir? Servus Eishockey-Fans, ja sehr gut, sehr gut. Freitag, genieße ich und jetzt gehen wir zur Routine rüber, oder? Na, Routine ist es ja nicht, Timo, weil normalerweise besuche ich ja immer die Eishockeyspieler zu Hause. Ich habe eine Ausnahme gemacht, die war bei den Eisbären ja im Hotel. Zu meiner Routine, zu meiner Montagsroutine. Genau, was ist, du hast ja zu mir gesagt, du bist heute nicht zu Hause, sondern du gehst zum Friseur. Zu meiner Schwester, genau. Die nimmt sich alle 2-3 Wochen Zeit. Okay, wegen Bart, Haare. Okay. Massage. Sehr gut. Timo, ich weiß nicht, ich hoffe, du hast schon davon gehört. Ich habe natürlich die Kühlbox mit dabei. Ja. Die Kühlbox. Ja, die. Heute mal die Kühlbox. Oh, boah, ist die schwer. Ja, ist sehr schwer. Was sind da drin? Darf ich nicht sagen. Das ist, du darfst das aber tragen. Ich nehme mal das hier. Ja, also wir sind hier quasi im Friseursalon von deiner Schwester, oder wie? Von meiner Schwester, genau. Von deiner Schwester. Ja, Elisa cool. Hario Make-up. Hallo. Sagen wir mal Hallo. Natürlich. Hi, servus. Patrick, Christi. Also jetzt sind wir mittendrin hier bei Facebook Live, Kühlbox Live, also alles live, alles live. Du hast die Kühlbox in der Hand. Warte mal, schönes Bild. Muss ich mal hier kurz umdrehen. Wie schaut es hier aus? Wunderschön. Hallo? Ja, das ist natürlich ganz komisch. Es raschelt ein bisschen, richtig. Ja, wen haben wir hier? Hunde mag ich ja ganz gern. Das ist der Butschi, Butsch. Hi, Butsch. Servus. Also, was ich in Erfahrung gebracht habe, ich war ja beim Greili. Mhm. Hunde lieben die Kühlbox. Wirklich? Ja. Stellen wir es mir mal. Weil er hat. Butsch, magst du meine Kühlbox riechen? Vielleicht. Schau mal, Butsch, das ist die Kühlbox. Ah. Ja. Ja, das darf er nicht. Lebenswichtige Organe. Lebenswichtige Organe. Also, Butsch, bitte lass die Kühlbox in Ruhe. Leber aber und Käse. Butsch ist jetzt schon der Held. Ich habe dir auch was mitgebracht. Ein kleines Geschenk. Nämlich eine Moderatorenkarte von uns. Es steht zwar nichts drauf, aber ich dachte, ich weiß es nicht. Ich dachte einfach mal, vielleicht kannst du sowas mal gebrauchen. Du hast ja bestimmt so viele Sachen danke, bei dir danke, zu Hause. Danke. Und so eine Moderatorenkarte ist selbstverständlich Gold wert. Die finden einen ganz speziellen Platz. Ja, ja also das hoffe ich auch. Ich, ja, das hoffe ich. Spiegel stecke ich dir rein. Ja. Bitte, bitte. Danke. So, Timo, also, Butsch ist auch da, der Hund. Mag der wieder gehen? Na, oder? Wem gehört der Hund eigentlich? Das ist meiner. Ach, das ist deiner? Okay. Ach, Sitz macht alles. Ganz brav, ganz brav. Dann? Du kriegst jetzt die Haare gemacht, oder wie? Die Haare gewaschen, Bart geschnitten. Mhm. Machst du auch was? Eine Kopfmassage oder so? Kopfmassage? Meine Haare darf eigentlich niemand ran. Nee. Nein, das ist ein Heiligtum, das wissen alle. Ja, auch nur meine Schwester oder meine Mom. Schneide wirklich nur deine Schwester die Haare von dir? Ja, ja. Wirklich? Ja. Seit immer? Ja. Ja, schon eigentlich. Echt? Ja. Früher die Mom. Ah, die Chefin ist auch da, müssen wir Hallo sagen. Hallo? Du bist die? Die Mama. Die Mama. Aber Petra. Nein, nicht die Chefin, Petra. Petra. Ja. Petra ist also ganze Familie Pielmeier haben wir hier. Ja, dann machen wir es uns gemütlich, oder? Warum musst du wieder heute zum Haare schneiden? Oder ist wieder an der Zeit? Oder unzufrieden mit dem Look? Oder? Weil ich habe die Oma gerade draußen gesehen auf der Straße und die hat schon wieder geschimpft, dass ich so greislich bin. Aber ich finde es nicht so schlimm. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen pflegen. Die sagte immer, wir machen sehr schlechte Werbung für meine Schwester. Okay. So wie wir ausschauen. Dann hast du natürlich jetzt die ganz große Bühne, gell? Mit Kühlbox genau. Live. Da ist natürlich. Schauen ja, gut, dann schauen wir einfach mal zu. Du kannst ja gerne die Haare waschen lassen, schneiden lassen. Ich bin jetzt einfach mal hier mit dabei. Ich muss ja ein bisschen sauber machen, das geht ja gar nicht. So. Du bist gut reingekommen nach Beckendorf? Ich bin sehr gut reingekommen. Reisepass, das nicht drauf. Nein, bist du narrisch? Nein, überhaupt nicht. Schöne Niederbayern. Ich habe die Haare gewaschen. Mhm. Ja, Pille, erstes Wochenende ist vorbei. Was sagst du dazu?
Ja, wir haben uns vorgenommen, mit dem Sieg in die Saison zu starten. Das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft mit dem etwas anderen Spiel in Schwenningen. Mhm. Waren wir alle sehr zufrieden. Okay. Aber natürlich gestern. Gestern war nichts. Gestern haben wir nicht gezeigt, was wir zeigen wollten. Aber da müssen wir jetzt draus lernen und dann geht es am Freitag wieder weiter. Du weißt ja selber, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. We have to stick to our game plan. Genau. Heißt stick immer. To the game plan. Panther Hockey. Was machst du jetzt? Macho, oder? Der will das. Der will ja deine Hosen. Die heiligen Haare. Echt? Ja, jetzt kommt. Wow. Naja, gut. Es sieht keiner. Außer. Okay. Normalerweise darf das hier keiner, aber. Wie viele Zuschauer haben wir schon? Wir haben brutal viel Zuschauer. Echt? Aber wichtig ist ja eigentlich, als. Wäschst du jetzt echt meine Haare? Ja. Du musst dich wirklich glücklich schätzen, weil kein Mensch darf eigentlich meine Haare berühren. Oh. Nein, es ist ein Heiligtum. Okay. Eigentlich ist der Plan anders gewesen, aber gut. Bille. Saisonstart, aber mit 10 Toren in Schwenningen war schon eine geile Partie, oder? Ja, auf alle Fälle. Vor allem für die Zuschauer, glaube ich, für unsere Zuschauer, für unsere Fans, glaube ich, war es ein sehr schönes Spiel. Viele Tore gesehen. Aha. Für die Spieler ist natürlich wichtig, für Selbstbewusstsein, dass die gleich Tore schießen konnten. Aber natürlich ein 10-4-Spiel ist ein sehr schwieriges Spiel. Da muss man konzentriert bleiben und wir sind 2-1 oder ein 3-2 lieber, wenn ich ehrlich bin. Du musst auch immer ein bisschen lauter reden, Timo, weil das ist ja Facebook Live. Die Zuschauer da draußen wollen dich ja auch hören. Und das Mikro, ja. Du weißt ja, wie es ist, die Technik heutzutage. Ja. Und das ist aber echt angenehm. Ja, oder? Sehr, oh. Weißt du jetzt, was du in Zukunft zum Friseur gehst, oder? Ja, Du warst nach Deckendorf. Ich fahre jetzt immer nach Deckendorf. Das ist aber echt sehr angenehm. Ich muss mich trotzdem dennoch weiterhin konzentrieren. Timo, was gibt es sonst Neues in Ingolstadt? Was ist mit der Mannschaft los? Ihr habt ja einige Neuzugänge. Habt ihr die schon gut integrieren können? Oh. Ja, auf alle Fälle. Wir waren in Larch, wie jedes Jahr im Trainingslager. Aha. Eine sehr schöne Gegend. Ich glaube, das vierte oder fünfte Mal war ich schon dabei jetzt. Und wir haben super Charakter in der Mannschaft. Von daher bin ich ganz gute Dinge, dass die dieses Jahr schon Erfolg haben werden, auch mit der Mannschaft, ja. Klasse. Sieht echt gut aus. Super. Mein Zahnarzt. Oh, sehr angenehm. Danke. Oh, jetzt gibt Oma. Gleich in den Kalender eintragen. Oh, ja. Die Frau Pielmeier kommt auch. Oh, grüß Gott, Frau Pielmeier. Grüß Sie. Wer wärst du mit deinen greifigen Hosen? Meine kreisligen Haare, danke fürs Kompliment. Ach so, deine. Habe ich dir vorher gesagt, Thomas schimpft immer, dass ich so kreislig bin. Sehr angenehm. Aber schneiden tun wir es nicht bitte, oder? Nein, keine Angst. Sehr gut. Sehr angenehm. Aber sehr, sehr, sehr schön, wirklich. Hauptdarstellerin ist gerade gekommen, Thomas. Danke. Ja. Wahrscheinlich kommt später noch die Rechnung an Magenta Sport. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Timo, bitte lauf nicht weg. Und? Wie findest du meine Haare? Schön. Schön? Wie findest du meine Haare? Ganz schön. Waren sie gepflegt, Elisa, seine Haare? Oder waren sie ein bisschen... Blondierung für beide. Oder waren sie ein bisschen fettig? Blondierung für beide. Würdest du es blondieren lassen? Aktuell nicht, nee, aber können wir schon mal machen, wenn du es magst. Ja, wenn du dabei bist, ein paar Strähnen, ja, aber nicht ganz blond. Wir brauchen ein bisschen Magenta-Strähnen eigentlich. Das wäre mal cool. So. Pink, ja. Was wird jetzt gemacht, wenn ich fragen darf? Also wir schneiden jetzt beim Timo ein bisschen, oder? Mhm. Sollen wir mal was anderes machen? Nein. Was kommt jetzt? Die Spitzen und ein Bart ein bisschen pflegen, dass er wieder sauber ausschaut. Lukas fragt, wann spielst du wieder beim Deckendorfer SC? Oh. Mein Fokus ist jetzt erstmal beim ERC. Und das ist noch sehr weit weg, ja. Lukas, tut mir leid. Lukas, tut mir leid, ja gut. Ich hab's auf jeden Fall probiert. Bitte ran an den Speck.
Da muss man ja einiges machen. Ist auch mal cool hier, die Hairstyle Edition von der Kühlbox. Hast du das eigentlich schon immer lang gehabt? Ja, kurzzeitig hatte ich es mal kurz. Kurzzeitig hattest du es mal kurz? Ja, aber schon die meiste Zeit länger, ja. Mhm. Vielleicht darf ich dann auch mal ran an die Schere, wenn du mich lässt überhaupt. Aber schöner Laden ist es hier. Wenn sie dich lässt, du meinst, ob ich dich lasse. Ja, wenn du mich lässt. Toller Laden. Sehr schön. Wie alt ist der Laden, wenn ich fragen darf? 2 Jahre. 2 Jahre? Mhm. Sehr schön. Auch die Stühle, schaut alles tippitoppi aus. Ja, willst du was trinken? Ich nehme Wasser, bitte. Wasser. Ja. Donauwasser oder Leitungswasser? Donauwasser. Ach hier, Butsch. Butsch, du passt eigentlich perfekt zur Kühlbox. Magst du aufpassen auf die Kühlbox? Schau mal, Butsch. Ja, du und die Kühlbox. Das ist doch ein Bild. Top. Endlich habe ich einen Bodyguard. Fährst du eigentlich montags immer nach Hause, nach Deckendorf, Timo? Wie machst du das? Ja, großteils, ja. Ja? Also so wie gestern, wenn wir ein Heimspiel haben, fahre ich danach heim. Wann geht's bei euch dann morgen wieder weiter? Dann genieße ich eigentlich den freien Tag daheim. Ja. Wann geht's weiter morgen? Morgen fürs Training wieder. Ab Dienstag geht dann die Routine wieder los. Ab Dienstag bis Freitag. Aha. Sonntag Spiele. Mhm. Sonntag in Wolfsburg, fahren wir schon am Samstag. Immer schön laut reden. Verstehen die nicht so was? Ja, aber das Mikro ist ja hier am Handy und deswegen müssen wir da immer ein bisschen lauter reden. Wo ist dein Kamerateam heute? Mein Kamerateam ist hier, sitzt vor dir in meinem Telefon. Der Daumen und seine 4 Kumpels, oder? Was hältst du vom 6-Punkte-Wochenende der Fishtown Pinguins, fragt Dennis. Ja, ist natürlich hervorragend. Mit 0 Gegentoren natürlich. Hut ab, was die leisten, seitdem die in der Liga sind. Vor allem Pöpperle, 2 Shoutouts hintereinander. Thomas ist hot. Ja. Respekt, ja, kann man nur sagen, Respekt. Wann wechselst du nach Nürnberg, fragt Quirin. Oh. Weiß der mehr wie ich? Wie werdet ihr euch die Spiele in Ingolstadt aufteilen, Jochen und du? Hat der Coach da einen Plan? Gibt's da irgendwie ein Plan? Da muss man einen Coach fragen, also davon weiß ich jetzt noch gar nichts. Beide gespielt, du am Freitag, Jochen am Sonntag. Am Sonntag, ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Neuen Torwarttrainer habt ihr auch in Ingolstadt? Stimmt, den Dave Bielicki, der war jetzt eine Woche da. Haben sehr gut gearbeitet. Und, ja. Der kommt jetzt öfters nach Ingolstadt, glaube ich. Macht Spaß, wenn einer da ist, ja. Alles gut da oben? Klar. Macht einen guten Job? Ja, magst du jetzt auch mal schnell vielleicht? Darf ich schneiden? Bitte halten. Bitte festhalten in der Kühlbox. Patrick Ehlechner darf Timo Pielmeier die Haare schneiden. Haben wir einen Filter oder schauen wir so gut aus? Filter haben wir nicht. Es gibt aber hier so, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so verschiedene, wie sagt man denn dazu? Effekte. Und da kannst du dann immer was aussuchen. Ich finde das immer sehr witzig. Wahrscheinlich die Fans da draußen denken sich, oh Gott, jetzt kommt das schon wieder. Was ist das da? Das geht's nicht, oder? Sowas gibt's. Und kannst da verschiedene Emojis einfach einbauen in das Video. Ist süß, oder? Das ist einfach top. Also finde ich schon. Mal schauen. Oder? Hat doch was. Aber jetzt möchte ich wieder schneiden. Nur die Emojis, wie die immer rausgehen, das ist dann immer die Frage. Da gibt's nämlich dieses X. So, jetzt ist wieder raus. So, Entschuldigung, zack. Okay. Den Buschi habe ich ja gesehen, die letzte. Hast du gesehen vom Buschi? Ja, der müsste auch mal vorbeischauen, oder? Für einen kleinen Trim-Up. Könntest du Kamera hochhalten? Oh. Warte mal, darf ich überhaupt rein? Du musst mit links schneiden. Mit links? Ja, das ist schwierig für dich, gell? So, oder? Schneid mir die Ohren nicht ab, ey. So halt, so.
Das ist doch eh im Blut, oder? Ja, ja, mein Papa ist auch. Oh Gott, wir geben das. Wir geben das. Bist du Linkshänder? Ja, ich bin Linkshänder. Weil die geht auch nicht. Schneiden wir einfach. Schau mal, Timo. Ah. Toll. Wenn man am Freitag gewinnen muss, den Montag dann schneide ich immer. Haare schneiden. Ne? Aber mit links ist für mich als Rechtshänder sehr schwer. Ja. Aber es ist ein bisschen schief. Ja, das mache ich schon. Ist schlecht. Entschuldigung. Aber du machst das noch ein bisschen. Gut, die Schnitten auch. Ich finde es auch cool, wie du den Selfie-Stick hältst. Die Frage, Patrick, deine Haare könnten auch mal wieder geschnitten werden. Danke, Markus. Timo, du hast die Haare schön. Ja, ja, jetzt wissen wir mal, warum meine Haare so schön sind, gell? Ja. Wegen meiner Schwester. Das heißt, du gehst das ganze hier immer Stadion immer schreit. Haben wir denn einen Kamm? Dankeschön. Meine Haare sind ein bisschen vogelwild, deswegen. Naja. Magst du es föhnen? Nicht, dass du krank wirst. Alles gut, alles gut. Auf jeden Fall, Timo, nächstes Spiel, wo ist es? Freitag daheim gegen Krefeld. Mhm. Da nehmen wir uns wieder einiges vor. Okay. Lass mal. Schau mal das an. Ja. Ah! Habe ich früher immer geliebt. Aus dir. Mach das doch mal für einen Auftritt bei Magenta. Soll ich einfach mal so ins Studio kommen? Ja. Warum? Ja, schaut ja gut aus. Warum? Ist das schlimm? Nein, oder? Schön, ganz schön. Vielleicht ja. Ist es der neue Hit. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Kommt bestimmt wieder. Kommt bestimmt wieder. Ja, ja. Timo, weiter geht's, aber... Magst du das mal wieder halten? Soll ich wieder halten? Ja, schick. Sehr schön. So passt. Lieber Timo, schöne Grüße und gewinnt das Ding am Freitag. Ja, auf alle Fälle. Vielen Dank. Schöne Grüße zurück. Arthur. Und, wir werden unser Bestes geben, Arthur. Die Haare müssen kürzer, sagt der Lukas. Patrick vom Winde verweht. Naja, auf jeden Fall, so ein Seitenschürtel hatte ich für noch nie hier. Das war immer ein Uwe. Uwe Krupp. Der Mittelscheitel. Mittelscheitel. Auf jeden Fall, was mich ja auch sehr interessiert, du darfst sehr gerne weitermachen, gell? Nur ich spiele mich jetzt da gerade ein bisschen. Du bist in deinem Weg oder du sitzt im Weg bisschen. Ah, ich sitze im Weg, Entschuldigung. Ja, schleicht dich. Wie schaust du eigentlich mit dem... Jetzt warte mal. Machst du jetzt ein Uwe aus mir? Immer als ein Uwe. So. So. Wie findet man eigentlich immer genau den Mittelscheitel? Gibt es da einen Trick? Ja, du musst deine Nase orientieren. Ach, an der Nase, Entschuldigung. Okay. Macht Sinn, ja. Bei den meisten ist sie noch in der Mitte. So, oder? Beim Hans Detsch ist er ein bisschen weiter links. So. Mach mal einen neuen Look bei dir. Das schaut uns immer gleich. Immer was hast du für eine Idee für den Timo? Für den Timo, ich würde gerne mal sehen, was können wir denn machen? Können wir so eine Hochsteckfrisur machen? Ist das möglich? Dauerwelle. Dauerwelle? Dauerwelle können wir nicht machen? Nein. Warum nicht? Dauerwelle ist nur für die Oma. Warte mal. Mach's ruhig weiter, das ist kein Problem. Ich halte mal hier. Timo, ja, dann musst du jetzt mal was habt ihr im Sommer sonst so getan? Wie war dein Sommer? Was der Sommer war sehr, 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 sehr schön. Mhm. Wir verbringen ja viel Zeit auf der Donau, die ist ja gleich ein paar Meter genau. Weiter links. Ja. Da sind wir mit dem Boot unterwegs, meine Kumpels und ich, Familie. Und genau, das ist eigentlich recht schön zum Abschalten. Weg von der Straße, aufs Wasser. Und macht Spaß, ja. Patrick Köppchen war öfter zu Besuch. Sehr, Kontakt zu ihm weiterhin? Sehr, sehr viel Kontakt zum Patrick, ja. Was macht der Köppchen mittlerweile oder wo treibt sich der rum? Der Patrick ist aktuell in Düsseldorf, lebt in Düsseldorf und macht dort seine Reha und hält sich fit, ja. Zu wem hast du eigentlich noch alles Kontakt aus der Meistermannschaft von Ingolstadt? Wir haben eine Meistergruppe. Eine Meistergruppe? Eine WhatsApp-Gruppe haben wir und viele spielen ja gar nicht mehr Eishockey. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass wir ein 10-jähriges Jubiläum oder so dann uns treffen und irgendwo zusammensitzen und das alles nochmal ein bisschen feiern, denke ich, ja. Zum 10-jährigen meinst du? Zum 10-jährigen bestimmt, ja. Habt ihr eigentlich zu eurer Meisterschaft, gab es da irgendwas? Gab es da einen Meisterring, so wie ein Stanley Cup Ring drüben? Wir haben eine Uhr bekommen. Okay. Eine sehr schöne. Mit dem Datum eingraviert, ERCI und der Rückennummer. Mhm. Und ja, das war
sehr, sehr, sehr schön vom Wein, dass super wir Erinnerung. Sowas bekommen haben. Ja. Passt alles? Perfekt. Was ist mit dem Bart? Bleibt der eigentlich? Der kommt zum Schluss. Ach, der kommt zum Schluss. Okay, ich fahre mal hier so rum. So. Wo, hallo? Wo bist du? Ah, ja, da war ich verarschen. Was haben wir hier? Ach, das ist dann zum Schluss, gell, zum Herzeigen, wie es hinten ausschaut. Sehr gut. Sehr gern. Mit dem Pimmel einrasieren. Ein Pimmel einrasieren, ja, unbedingt. Das kommt dann sehr gut. Vor allem für die Leute, die sich von hinten dann immer anschauen. Was ist heuer drin, meinst du, mit eurer Mannschaft? Ja, mein, ich glaube, dass im Sport ist alles möglich. Das haben wir ja von der Meisterschaft geredet 2014 und ja, wir haben es damals vom Platz 9 geschafft und unser Ziel ist natürlich, die Top 6 zu erreichen, die direkte Playoff-Teilnahme. Und dann, ja, dann ist alles offen. Aber es war natürlich letztes Jahr war bitter, das Aus gegen Köln. Ja. 3-1 war es da vorne schon. Ja, und dann das Spiel 7 verloren. Aber ja, nächstes Jahr, dieses Jahr ist natürlich das Ziel, weiterzukommen. Das heißt, an einem freien Tag fährst du dann immer, wenn es geht, nach Hause zum Abschalten, Timo? Ich fahre immer nach Hause zum Abschalten. Heute, wer mir auf Instagram folgt... Du warst beim Rasenmähen? Habe ich einen Rasenmähen, ja. Beim Rasenmähen-Urlaub, das ist ganz chillig. Darf ich nicht sprechen, sonst ist der Bart weg. Na da, du darfst alles, bei der Kühlbox darf man alles. Da würden sich zu viele Leute freuen drüber. Na, das ist klar. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon in Ingolstadt? 7 Jahre bin ich jetzt in Ingolstadt. 7 Jahre? 7 Jahre. Ich war damals in Amerika 5 Jahre. Ja. 2 Jahre Kanada, 3 Jahre Amerika. Dann war ich in Landshut bei den Cannibals zu der Zeit. Und dann habe ich den Cimboni nach Ingolstadt geholt. 7 Jahre sind es schon wieder. Ja. Zeit vergeht, oder? Zeit vergeht. Aber es ist meine zweite Heimat mittlerweile und fühle mich wohl in Ingolstadt. Ja. Ist Ingolstadt, Deckendorf ist wie weit entfernt? Kilometer weiß ich jetzt nicht. 1,5 Stunden? 160, 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. 1,5 Stunden, ja. Waren auch schon mal ein paar Jungs bei dir zu Hause von der Mannschaft? Ich glaube, dieses Jahr bin ich am Überlegen, ob ich Silvester was mache hier. Aber. Nee, nicht wirklich. Selten. Nee. Da drin? Weil man, die sieht man eh den ganzen Tag. Damit das meine ich ja. Den freien Tag. Meine ich. Da versuchst du quasi auch dieses Private und den Job zu trennen. Ich bin froh, wenn man die mal nicht im Tag sieht. Ja. War bei mir genauso damals. Ja. Bitte nur eine. Bitte nur mal so als Info: Timos Schwester vergeben, verheiratet. Oh. Was zahlst du für die Antwort? Wie bitte? Was zahlt er für die Antwort? Was zahlst du für die Antwort, soll ich fragen? Glücklich vergeben. Der Bruder hat gesprochen, glücklich vergeben. 2 Bodyguards, ein Bruder hat sie, 2 Brüder. Wer ist eigentlich älter, jünger von euch zwei? Du bist jünger, oder? Ich bin die Jüngste, ja. Du bist die Jüngste? Ja. Klar. Timo ist in der Mitte. Dann haben wir noch einen Thomas, das ist der Älteste, der spielt in Dresden. Mhm. Finde ich echt mal cool, Kühlbox beim Friseur. Ja. Also, ich schaue mich mal so ein bisschen um. Nee, er ist viel wichtiger wie ich. Gel, ich weiß. Oder Öl. Öl! Öl mal ganz so gut. Aber dann sind sie so ein bisschen fettig, oder? Ja, fettig ist gut. Fettig ist gut? Fettig ist gut. Das muss ein bisschen fettig sein. Ich habe so eine Paste. Aber das Öl brauchst du, dass dein Haar sich nicht spreizt, habe ich gelernt von Elisa. Wie kann sich ein Haar wie kann sich ein Haar spreizen? In alle Richtungen. Okay. Spliss meint der. Spliss. Mhm. Ich finde eigentlich diesen Dirty Look, den ich gerade habe, richtig sexy. Ja, bist du auch sexy. Schaust du gut aus, finde ich auch. Oder? Ja. Hat man, also auf Ibiza rennen viele so rum. Ibiza? Mhm. War ich noch nicht so oft, aber... Machst du noch nie? Einmal, aber... Hat dir nicht gefallen? Doch, war sehr schön. Aber?
Du redest so ein bisschen mit Unterton. Nee, aber ich sehe nicht ein, dass ich für ein Getränk 20 Euro ausgebe. Ich lass mich einladen. Boah, der war schlecht. Der kriegt so ein Magenta Sport Moderationskarte, der kriegt hier ein Getränk. Ein T-Shirt mit Toyboy drauf. 51 Toyboy. Warte mal, was haben wir da? Wie war das Gefühl, in der NHL gespielt zu haben? Ja, das Gefühl war unglaublich. Ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, aber. Darfst du mich weitermachen? Hab dann fünf Gegentore kassiert, das war dann eher ein Albtraum wie ein Traum. Aber trotzdem, das geschafft zu haben und den steinigen Weg dorthin, wie gesagt, geschafft zu haben, das war schon eine Bestätigung und war ich sehr stolz drauf. Das Endergebnis war dann. Waren wir da nicht so zufrieden, aber in Ingolstadt ist es auch schön. Gegen wen hast du da gleich wieder gespielt? Die St. Louis Blues waren das. Wer war der Top Gun von St. Louis? Kannst du dich erinnern? TJ Oshie kann das sein. TJ Oshie, stimmt, der war es auch. Aber Silane war bei Anaheim im Team. Koivu war schön, also war unglaublich, eigentlich mit denen gespielt zu haben, mein Spiel. Halt mal ganz kurz. Hättest du eine Klammer für mich, bitte? Auf jeden Fall. Du warst ja beim Endras, oder? Ich war beim Dennis Endras zu Hause. Was hat der? Wie war es da so? Es war sehr kalt, ja, weil sein Haus ist noch nicht fertig gewesen. Ja. Und wie macht man denn die Klammer eigentlich? So schaut es gut aus, ja. Ja, nein, das ist mehr Mykonos-Style, nicht? Das ist Mykonos. Ja, Ibiza ist mehr verwurschtelt. Und wie macht man denn die Klammer rein eigentlich? Muss ich einen Knoten reinmachen, oder wie? So ein bisschen drehen. Die Oberteile ein bisschen drehen und dann reinstecken. Aber drehen, also jetzt. Aber geile Haare hast du, muss ich schon sagen. Du, ich habe auch ganz weiches Haar. Ja. Oder? Das kannst du schon sagen. Habe ich ein weiches Haar? Es geht. Es geht? So weich ist jetzt ja nicht. Was heißt, es ist nicht so weich? Nein, es passt schon so. Bist du in meiner Pflege ernährt? Ja. Okay. Olivenöl. Olivenöl? Aber du hast. Ich habe ein weicheres Haar wie du. Olivenöl. Hast du nie probiert, Olivenöl? Nein. Machen die Italiener. Echt? Ja. Bist du Italiener? Fast Rosenheim, oder? Aber fass mal mein Haar an. Ja, ist ein bisschen härter, gell? Ja, schon ein bisschen härter. Ja. Der braucht auch ein bisschen Öl. Bräuchtest du das Öl? Ich schaue jetzt zu, was für Öl kommt denn jetzt bei euch? Das kommt zum Schluss. Ich möchte jetzt mal gerne wissen, was das Öl auf sich hat hier. Das Öl ist Standard in meiner Kabinenausstattung, in meinem Kulturbeutel zu Hause. Froni, schau, Patrick, mach dir mal einen Zopf. So, da kommen die Ansagen und es wird gemacht. Zack. Timo, wo ist der Haargummi? Haargummi her. Vielleicht mache ich jetzt auch mal wirklich eine Sendung mit Zopf. Ich sag's dir, wie es ist. Nein. Die Fans verlangen danach, also versucht man das auch umzusetzen, oder? Bist du bei dir genauso? Hast du auch mal Haargummis? Ja, hast du Gummis dabei? Normalerweise natürlich. Kokosöl ist besser. Schau, da kommen schon wieder die ersten. Daniela, danke für den Tipp. Mama, Kokosöl müssen wir kaufen. Kokosöl? Kokosöl brauchen wir. Übrigens, hier ist die Kühlbox, die ist heute auch wieder mit dabei in Deckendorf. Spiegelverkehr. Ja, es ist ja klar, warum Spiegelverkehr. Ja, du weißt ja, es ist. Sehr. Und der Mythos geht weiter um diese Kühlbox. Weißt du überhaupt, warum wir die Kühlbox haben? Warum? Weil da ist was drin, was ich nicht sagen darf. Ich habe schon vorher ein bisschen gehört, irgendwas hat geraschelt drin. Ein Hilfeschrei habe ich schon rausgehört. Also, es lebt nicht. Es lebt nicht? Nein. Oder hat mal gelebt? Nee, es hat tatsächlich noch nicht gelebt. Alter Apfel. Ein alter Apfel? Nein, es ist wirklich was Wertvolles. Das hat was mit mir zu tun. Ah. Kannst du dir nicht vorstellen, was es ist? Haare, ja klar, Haare. Freust du dich auf die Spiele gegen Augsburg? Ja, jederzeit. Augsburg ist Derby-Time. Eine super Stimmung von unseren Fans, von deren Fans. Und Derbys machen immer Spaß, ja. Müssen wir da zum Ende kommen. Wer ist der beste Party-Tiger im Nationalteam? Der beste Party-Tiger im Nationalteam? Ja. Ah, das darf ich nicht verraten. Du warst auch mal Nationalmannschaft, ja. Okay? Bei mir ging es richtig ab. Ja. Kannst du dir vorstellen. Wir hatten ja nie die Ehre, gell? Leider. Wir haben nie im Nationale zusammen gespielt. Nein, da war ich in Amerika. Stimmt, ja, da warst du drüben. Ja. Aber beide sind uns eh gedraftet, gell? Ja, genau. Ja. Ein Capping haben wir gemeinsam.
Das San Jose-Käppi habe ich. Du, Timo, Frage, weil ich weiß ja nicht, ob du sicherlich die ein oder andere Kühlbox schon dir angeschaut hast. Es ist ja so, dass egal wo ich bin, ich darf ja was, einen persönlichen Gegenstand von dir mitnehmen. Oh. Und jetzt da musst du mir quasi irgendwas mitgeben, was mit dir zu tun hat. Was hast du für mich? Ich habe einen Schläger im Auto. Ein Schläger im Auto? Einen Schläger habe ich im Auto. Was haben die anderen dir gegeben? Der Dennis, ein Ziegelstein. Ein Ziegelstein. Soll ich dir einen Baum abschneiden oben? Na, das wäre dann. Kann ja nicht transportieren. Ach so, ja. Aber ich schneide den. Ziegelstein. Ziegelstein. Dennis, warum hast du eigentlich mir einen Ziegelstein geschenkt? Kannst du das hier bitte aufklären? Timo Pielmeier, ja, dein Buddy, möchte das gerne wissen. Das brauchen wir noch. Ja. Und Greilinger, was hast du da gekriegt? Greili habe ich original getragene Handschuhe. Oh, die sind viel wert. Die sind sehr viel wert. Mit den goldenen Händen? Mit den goldenen Händen, ja. Freue ich mich. Beziehungsweise irgendein Fan da draußen, wenn wir es mal verlosen. Ja, verlost wird das, oder? Ja, für einen guten Zweck. Ah, okay. Ja, dann bin ich mir sicher, dass der Ziegelstein ganz weit vorn dabei ist. Weil, ja. Trotzdem mache ich jetzt aber was von dir, bitte. Soll ich einen Schläger schnell holen? Oder? Ja, hol mal. Also irgendwas brauche ich jetzt. Weil ich kann ja so nicht heimfahren. Auf jeden Fall, was ist passiert? Prominenter Anruf, wer denn? Alex Bartha. Bartha, Alex, Köpfchen ist auch da. Wow, das gab's ja noch nie, um Gottes Willen. Kühlbox live mit Bartha, Köpfchen und Pielmeier. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr zwei denn? Ihr seid überhaupt nicht geplant. Warte mal, ich nehme euch mal close. Der Bartha ist der Nächste, oder, glaube ich, Kühlbox. Hallo Alex! Hallo! Wie geht's dir? Ah, er ist so schüchtern, das ist toll. Wie geht's dir? Er tut es, ob er nicht reden kann. Schau hin, es kommt der Hund auch wieder. Auf jeden Fall, Herr Köpfchen, wie geht's dir? Wer schwitzt? Er schwitzt. Was ist da los? Gibt's da einen Insider? Nee, wir haben uns in Düsseldorf gesehen, da war der Alex wieder so lustig, dass ich so geschwitzt habe vor lauter Lachen. Wie er damals in Ingolstadt auch. Ein lustiges Kerlchen. Herr Bartha, magst du irgendwas sagen oder bist du einfach nur heute im Bild? Ja, soll ich Englisch reden? Herr Bartha, können Sie auch sprechen? Ja, ich kann sprechen. Schön, dass Sie dabei sind in der Kühlbox. Irgendwann komme ich zu Ihnen. Du bist der Nächste. Ja, du bist der Nächste, aber echt. Ich muss jetzt schon ein Geschenk holen für Patrick. Ich schwitze schon wieder. Was für ein Geschenk hast du? Für Patrick, nicht für den Köpfchen. Ach so. Ja, okay, ich warte hier. Bitte beeil dich. Die Sendezeit ist kostbar. Wahnsinn. Haben wir zugeschaltet Patrick Köpfchen und Alex Bartha live in der Kühlbox beim Friseur mit diesem Herrn, Timo Pielmeier. Und jetzt warte ich noch aufs Geschenk. Wow, coole Nummer. Schläger habe ich noch nicht. Freitag noch gespielt damit, schau. Ist es der Original. Spieler aus dem Rekordspiel in Schwenningen? Ja. Ungelogen? Ja, mit dem habe ich 10 Tore geschossen. Wow, halt. Halten bitte. Also, Eishockey-Fans da draußen, das ist der Original-Torwartschläger von Timo Pielmeier aus dem Rekordspiel, Spieltag 1 in Schwenningen, 10-4. Cool, dann danke dafür, den Kamm gebe ich dir wieder. Danke. Das war's, Kühlbox live aus Deckendorf, wir verabschieden uns, danke, dass ich habe vorbeikommen dürfen. Hab mich sehr gefreut. Du schaust echt toll aus, bei meiner Frisur muss man nur irgendwie... Bei dir machen wir jetzt noch ein bisschen was. Da müssen wir noch ran an den Speck. Okay. Sagst du bitte da draußen, ciao for now, liebe Magenta Sportfans? Liebe Magenta Sportfans, wünsche euch einen schönen Abend, schön, dass ihr zugeschaut habt und viel Spaß nächstes Wochenende. Servus. Bis dahin, ciao for now.